Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part unserer Sims 2 Waisenhaus-Challenge. Im letzten Part war unglaublich viel los. Wir waren mit Anton, Jörg und Ulrike noch im Downtown, im Stadtpark Süd. Und das hatte den Hintergrund, ich habe mir gedacht, er ist das erste Kind, wir hatten noch Zeit, er musste ja nicht in die Schule und zwar mittags. Wetter war auch ganz schön und dann dachte ich, Ulrike, wir brauchen ja noch Geld. Und Ulrike haben wir dann einfach mal als Barista arbeiten lassen, wo sie sich auch ordentlich geschlagen hat. Vor allem jetzt hat sie den alten Barista, den Anton oder wie er heißt, ich glaube, der hieß auch Anton, als quasi schon fast als Feind, weil der sie nur beleidigt und bepöbelt hat. Ja gut, nachdem das alles erledigt war und Jörg mit unserem Anton hier ein bisschen Freundschaft aufgebaut hat, gespielt hat und so weiter, sind wir dann wieder heim. Und ja, Jörg hat sich um den Garten gekümmert, darf jetzt auch die grüne Oase da besuchen. Anton hat am PC Sims gezockt und Ulrike hat gebuddelt. Und sage und schreibe zwei Schatzkisten ausgebuddelt. Deswegen haben wir einen super genialen Kontostand und konnten direkt das nächste Kind ordern. Das heißt, morgen früh, also Sims früh, kommt unser nächstes Kind. Das wird dann ein Baby werden. Ja, und jetzt essen wir erstmal. Also Anton liegt hoffentlich brav im Bett und schläft. Jawohl. Weil er muss ja dann in die Schule. Und ja, genau. Komm, essen, ham, ham. Und unser Jörg muss jetzt auf jeden Fall noch Erziehung lernen, bevor er essen gehen kann. Wo sitzt du jetzt? Na gut, egal. Bon Appetit, ihr zwei. Lasst es euch schmecken. Die sehen doch sehr zufrieden aus, unsere beiden. Also, ich muss sagen, das läuft hier echt jetzt genial. Dafür, dass sich das ja immer am Anfang ein bisschen zieht, das Ganze, ne? Bis das überhaupt zum Laufen kommt, das erste Kind da ist und so weiter. Klappt das jetzt echt genial. Dadurch halt, dass wir auch die zwei Schätze ausgebuddelt haben mit der lieben Ulrike. Besser hätte es nicht laufen können, ehrlich. Ich habe mir so den Kopf zerbrochen, wie ich möglichst schnell an möglichst viel Geld komme. Weil ich halt immer Panik schieb, dass wir uns kein Kind mehr leisten können. Das wäre natürlich fatal für diese Challenge. Ja. Aber gut, das haben wir vorerst mal abgewendet. Aber wir brauchen ja vielleicht auch noch für die, die dann da sind, das ein oder andere. Also wenn wir uns jetzt ein Baby holen, brauchen wir einen Wickeltisch, brauchen wir ein Gitterbettchen und, und. Ja. So, du gehst dann mal bitte hier lernen, Erziehung. So, du darfst aufräumen. Oh, bitte Reste weglegen. Rest weglegen. Aufräumen. Aufräumen. Und dann darfst du auch ins Bett, damit du am nächsten Tag, wenn's Baby kommt, auch fit bist. Wie sieht's denn aus? Ich guck noch mal schnell. Alles okay, da kannst du mal sauber machen. Jo, und dann ist es soweit okay, denke ich mal. Dann gehst du noch eine Runde duschen und dann darfst du auch schlafen. So, hihi, gut Nächtle, liebe Ulrike. So, und da werden wir jetzt mal ein bisschen beschleunigen, damit er das mit der Erziehung auch ordentlich draufkriegt. Weil das hat Jörg ja noch nicht gelernt gehabt. Das kann bis jetzt nur Ulrike. Und ich finde es immer gut, wenn es beide können, weil gerade bei Babys ist das immer gut, wenn man zwei Leute hat, die danach gucken können und die dann auch wissen, was zu tun ist. Warum schreit's denn nun? Hat es Hunger? Braucht's eine frische Windel? Will's einfach nur ein bisschen Ruhe haben? Ne? Unser eins, der selber Mama ist, weiß genau, wovon man spricht. Das ist immer die Fragerei, warum schreit das Kind jetzt? Was will es denn? Und man macht und tut und nichts bessert sich. Da ist so ein tolles Erziehungslerndings da, wie bei den Sims, echt genial. Das spart ungemein an Nerven. So. Und noch ein bisschen, und noch ein bisschen, und noch ein bisschen. Auf. Du musst da jetzt durch, Junge. Hilft alles nichts. Dafür darfst du dich nachher ausschlafen. Okay, gut. Du willst nicht mehr. Ich kann es ja verstehen. Dann geh schlafen. Hier, hopp. Abmarsch. Oh, Anton ist schon wach.
Ja, hallo, guten Morgen. Du bist ja beim Frühaufsteher, hä? Huh? Dann geh mal, nee, komm, dann geh erstmal hier. Und dann kannst du hier auch mal sauber machen, weil du bist ja, ich meine, du bist ja schon ein bisschen größer, also sauber machen kannst du schon, ne? Wir brauchen auch bald einen Spiegel da drin, aber egal. So, und dann darfst du natürlich auch erst noch was essen. Haben wir denn noch irgendwelche Essenssachen? Na, mal gucken. Und heute ist erst der Schultag, ne? Das ist schon mal. Ach, und er wollte ein Spiel kaufen. Genau, das wollten wir ihm noch erfüllen. Ein Spiel kaufen. Warte mal, ich hatte da auch eine Idee. Spiel kaufen. Dart. Ich glaube, wir haben noch keine Dartscheibe hier hängen, oder? Nee, ich glaube, ich kann ja mal die Wände einblenden. Sieht nicht so aus, als hätten wir da schon was. Ach, da seht ihr das jetzt auch mal. Ich habe hier keine normalen Türen. Ich habe so offene Bögen, ne? Ich dachte ich mir, das ist vielleicht auch mal ganz cool. Hier ist noch so viel nackige Wand. Da können wir doch mal so ein Dart hinhängen. Komm. So, das finde ich ist ein guter Dartplatz. So. Und Wunsch erfüllt. Jawohl, so läuft das. Hihihi. Cool. Dann darf sich der liebe Anton da jetzt mal kümmern und machen und tun. Ist sie schon? Sie ist auch gerade am Aufstehen. Perfekt. Säubern, benutzen und Hände waschen. Und dann musst du aber. Ach, jetzt weiß ich, was hier noch fehlt. Ja, ich brauche doch noch etwas. Fällt mir gerade mal so auf. So. Müsli, ist das ein Müsli? Das sieht aus wie ein Müsli. Komm, du darfst Müsli essen. Wir brauchen was, dass die Leute sich auch einfach mal so umziehen können und nicht immer in die Wanne hüpfen müssen. So, das ist doch so ein kleines Ding. Das müsste hier irgendwie noch reinpassen, glaube ich. Passend zu dem ganzen Ding. Na, hallo. Passt du da rein? Hä? Hallo, ja. Passt. Wackelt und hat Lufti. So, also. Und dann bitte umziehen, Alltagskleidung. Das hat nämlich noch gefehlt. Ich wusste doch, da war noch was. Ich bin halt, wie gesagt, diesmal langsamer vorgegangen, weil das Geld ja auch so knapp war und habe nicht gleich komplett eingerichtet, wie ich das bei meinem Probespiel-Dingens da gemacht hatte. Und dementsprechend fallen mir jetzt erst die Sachen auf, die hier alle noch so fehlen. Irgendwie, wenn ich es mir jetzt so angucke, könnte ich meinen, das sind kein Müsli, oder? Es sieht eher aus wie, oder doch, doch, das ist eindeutig Müsli. Gut, ich dachte schon, wir hätten vielleicht doch Nudelsuppe, aber wäre ja auch egal, ne? Man kann auch Nudeln zum Frühstück. Ey, jetzt schmeißt die doch nicht alle so rum. Ich muss es nachher wieder aufputzen. Na gut. Guten Morgen übrigens, Anton. Hast du gut geschlafen? Weil du weißt ja, was man in der ersten Nacht zu Hause oder irgendwo anders, wenn man woanders ist, träumt, ne? Das kann wahr werden. Das erfüllt sich dann. Genau. Ja, ach, das ist doch schön. Er ist auch voll gut gelaunt. Na dann, geh mal schön. Viel Spaß in der Schule. Frohes Lernen. Bye bye. So, wie geht's ihm? Ist er auch schon? Nee, der. Oh Gott. Ja, er wird noch eine ganze Weile schlafen. Das heißt, ich glaube, sie muss sich heute mal um diesen Garten kümmern. Sonst wird das nix. Wir brauchen die Ernte. Ja, dann mummel mal schön, Ulrike. Mampf, mampf, mampf. Ein bisschen schneller vielleicht. Mampf, mampf, mampf. Hau rein. So, und bitte abspülen. Aufräumen, Rest weglegen und viele pflegen und viele gießen. Du musst halt mithelfen, ne? Ihr habt nur diesen einen kleinen Garten momentan, der wird auch noch größer werden. Aber auch wenn er klein ist, er soll fein sein. Klein, aber fein, wie man so schön sagt. Ich freue mich schon so aufs Baby. Ich freue mich schon so aufs Baby. Ich hatte ja erst geplant, ein Kleinkind zu holen, aber ja, könnte man auch, also Kind, Kleinkind, Baby, aber na, so haben wir die halt vielleicht dann auch eher mal ungefähr dann in einer Altersgruppe.
So langsam, aber sicher, damit das nicht alles zu chaotisch wird, obwohl chaotisch wird es gerade dann. Na, ist egal, ich will jetzt doch lieber erstmal ein Baby haben. Weil unsere beiden werden ja nicht jünger. Die werden ja auch immer älter. Dann sind am Schluss Kleinkinder vielleicht besser oder Kinder, ja, ne? Dass die dann auch noch, ja, Zeit haben und alles und überhaupt. So, er schläft immer noch. Na, dann können wir ja mal hier spulen. Ah, gleich kommt unser, warte. Gleich kommt das nächste. Juhu. Ach, jetzt habe ich gar ui, Namen. Hier, da. Okay, doch, da habe ich noch ein paar Namensvorschläge, die ich mir mal aufgeschrieben hatte. Weil ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass man bei Baby einen Namen aussuchen darf. Ja. Was hatte ich denn da alles? Oh Gott. Ein Engelchen! Ja, gut, dann gucke ich ja gerade genau richtig. Was nehmen wir denn da? Das ist auch schön. Ich nehme... Nee, ich nehme... Tamara. Tamara gefällt mir jetzt gerade am besten. Ja. Ich nehme die liebe kleine Tamara. Juhu! Wie gut, dass mir noch der Zettel hier gelegen hat. Weil ich hatte euch zwar, glaube ich, auch nochmal um Vorschläge gebeten, aber ich habe ja noch den riesen Zettel von den ganzen anderen Vorschlagsteilen. Ja. Oh, was ist das? Mädel, komm mal. Ach so, du. Ja, dann komm. Da musst du jetzt aufwachen. Stimmt, er hat ja das Baby auch bestellt. Hihi. Oh, da ist sie. Tamara. Komm, steh mal auf. Du kriegst gerade ein Baby überreicht. Hallo hier. Oh. Knuddeln. Spielen. Dankeschön. Wir haben ein dunkelhäutiges Baby. Hallo Tamara, zeig mal deine Augen. Oh, ich glaube, sie hat blaue Augen. Kann das sein? Zeig. Halt, ich will gucken. Mann, jetzt hält er sie wieder hoch. Ich sehe nichts, Aber süß, guckt euch das Köpfchen an. Ey, wackel nicht so mit dem Abendding. Oh, goldig. Aber was hast du für Augen? Nimm sie mal in den Arm. So, pup. Stopp. Guck mal, es hat ja gerade die Augen so schön offen. Es hat blaue Augen. Ey, cool, oder? Oh, goldig. Voll goldig. Ja, und wie sie guckt. Unsere kleine Tamara. Ey, supi. Freu. Ja, dann kannst du gleich weitermachen. Dann nochmal knuddeln, dann nochmal spielen, dann nochmal knuddeln. Und dann kannst du ihr vielleicht auch schon mal was zu essen geben, wenn du gerade Lust... Ach, ja, er kann ja noch nicht gucken, was sie braucht. Stimmt. Das geht natürlich noch nicht. Aber dann gibst ihr mal vorsichtshalber ein Fläschchen. Wo ist denn das Fläschchen? Ah, da. Ich dachte eben schon. Ja, und dann heißt das unbedingt, wir müssen einkaufen. Er will den bronzenen Töpferorden. Sie will was? Keiner will hier was kaufen. Egal. Wir müssen einkaufen. Hilft ja alles nichts. Und zwar, Kind. Juhu! Wir brauchen... wo ist es da? Ich nehme die Holzmöbel, auch wenn die anderen ein bisschen billiger sind, aber ich finde diese Holzsachen einfach zu schön und wir bleiben auch relativ neutral. Ist ja wurscht, junge Mädchen, das kann da beides rein. Denke ich immer so. Also erstmal ein Kinderbettchen und dann natürlich auch genauso neutral ein Wickeltisch. Das können wir erstmal dahin tun. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. Haben wir eigentlich hier eine Lampe drin? Ich sehe gerade überhaupt keine Lampen. Leute, habe ich überall die Lampen vergessen? Das muss ich noch mal genauer begucken. Ich sehe gar keine Lampen. Hallo. Ja, gut. Im Notfall holen wir uns Lampe später, ne?
Aber da haben wir doch erstmal das Wichtigste, genau. So, das Wichtigste ist da. Und weiter geht's. Zack. Ja, Ulrike, bist du fertig mit deinem Gemüse? Zeig mal. Ja, ach, wunderschön. So, was möchtest denn du jetzt machen? Warte mal kurz. Sie will einen Sauberkeitspunkt haben immer noch. Wieso willst du immer einen Sauberkeitspunkt haben? Ich dachte, den hast du schon längst. Naja, dann räum mal weg und, kannst du irgendwas aufputzen hier? Säuber da mal und säuber da mal und... Okay, das geht noch nicht. Kannst aber das schon mal machen. Heieiei. Abziehen und... okay. Und dann musst du halt da Sauberkeit lernen. Wenn du unbedingt diesen dummen Punkt haben willst, bitteschön. So. Wo seid ihr zwei? Ach, da oben. Ja, ja. Ach ja. Aber ich glaube, ich habe hier wirklich noch nirgends Lampen hängen. Das ist irgendwie der Hammer. Ja, ja. Echt verrückt. Wieso bist du jetzt... Ah, hat's dich vollgekübelt beim Spielen? Habe ich da was nicht mitbekommen? Ja, und sie hat den Sauberkeitspunkt. Dann haben wir doch den Wunsch erfüllt. Dankeschön, das ist wunderbar. Jetzt willst du Sauberkeit Teil 2. Du hast sie nicht mehr alle. Wir freunden uns hiermit an. Das ist viel interessanter. Halt mal. Hast du gerade nichts zu tun? Mädel! Nee. Bleib mal da weg. Du kannst mal anrufen, Sim. So, bist du beschäftigt. Wir gucken hier gerade nach dem Baby. Das darfst du nämlich auch gleich noch begrüßen, das Baby. Knuddeln. Nee, nur plaudern. Knuddeln. Nein! Du kannst dem... Hallo, was bist denn du? Du kannst doch das Kind nicht füttern und dann einfach da ablegen. Du musst das knuddeln, das muss Bäuerchen machen. Ja, du kannst hinterher immer noch duschen. Ist doch kein Thema. Meinst du, das stört das Baby? Wenn das die Windeln voll hat? Also, ich meine, da riecht es auch nicht besser. Mach dir da mal keinen Kopf. Das wird's überleben. Nöbel. Tschüss. Aber Bäuerchen muss sein. Und nochmal. Weil es so schön ist. Und dann darfst du sie da hinlegen. Nein. Auch mal Tamara begrüßen. Hallo. Tag, liebe kleine Tamara. Ich kenne dich ja noch überhaupt nicht. Hapsi Nubu. Ja, Hapti Nubu, genau. Hapti Nubu. Oh ja, wie sie sich freut, unsere Ulrike. Streck die Beinchen aus, ja. Und du kannst nämlich nochmal knuddeln. Wir wollen ja auch eine Beziehung aufbauen. Und dann guckst du mal, was die Tamara möchte. Ja, unsere süße Kleine. Oh, wie süß. So, was möchte Tamara? Ah, die hat bald die Windeln voll. Okay, das heißt, du darfst sie ruhig nochmal absetzen. Das macht da nichts. Dann setze sie da ab und tu mal das wegwerfen. Ja. Das ist wunderbar. Hast du jetzt eigentlich schon zu malen begonnen? Das wollte ich doch mal... Ah ja, du hattest schon mal angefangen, dann mach mal weiter. Dann gehst du jetzt malen. Wir achten schon drauf, dass Tamara nicht gleich losbrüllt. Aha. Wie weit kennst du sie denn jetzt? Oh, ist nicht mehr viel, was fehlt. Gut. Oh, und Tamara auch schon. Ah, 36. Und Anton schon 81. Guck dir mal da, es läuft. Ja, was ich nachher schwer finden werde, ist, wenn die Kinder außerhalb der Familie auch noch Freunde kriegen sollen. Da werde ich mich wahrscheinlich sehr, sehr schwer mit tun.
Aber na gut, okay. So. Du könntest, wenn du fertig bist... Ach, der müsste auch mal was essen, der Arme. Nimmst du die Reste, komm. Und wir spulen mal ein kleines bisschen, weil gleich kommt unser Anton aus der Schule. Noch sieht alles gut aus da. Wie, liegt sie im Weg oder was? Kann ja wohl nicht sein. Schnapp dir mal ein Brot. Hui! Antons Noten werden besser. Ja. Und du, bitte mal, tragen. Ja! Ich komme ja schon. So. Kleine Maus. Juhu! Und da ist Anton, der kommt auch. Und braucht Spaß, ganz dringend. Ja, ja, ich weiß. Ihr kommt jetzt wieder alle mit euren Hausaufgaben hierher. Das ist der Hammer. Spaß. Wie wär's denn mal mit einer Runde Dart spielen, hä? Gib deine Hausaufgaben her. Die werden bitte oben ins Zimmer gepackt. So. Damit ich da auch Bescheid weiß. Ah, ja. Siehste, was will er? Ein Hund? Vogelkäfig? Ach Gott, nee, was ihr alles wollt. Ihr kriegt aber nicht jeden Wunsch erfüllt, sag ich gleich. So, du darfst erstmal ein bisschen spielen gehen und dann musst du Hausaufgaben machen. Was denn, Was, Ja. Oh, wie süß. Nochmal knuddeln und nach... nein, besser nicht spielen. Die hatte ja gerade erst gegessen gehabt. Aber gucken, was sie dann möchte. Ich glaube, dann möchte sie bestimmt erstmal eine Runde schlafen. Und, Tamara, was möchtest du? Sag's uns. Haja machen, habe ich mir doch gedacht. So, dann kannst du nämlich da kurz das machen. Und wenn du schon hier bist, kannst du auch kurz mal... Ach komm, dann geh auch noch duschen und dann schnappst du dir auch unten ein paar Reste. Jörg, was willst du? Nein, ach, geht das jetzt schon wieder los, dass die alle gleichzeitig zum Baby rennen wollen? Ich fass es nicht. Aber du brauchst Spaß, ey, wie wär's denn? Guck mal, hier. Dann spiel doch mal damit. Kannst dich um das Kind kümmern. Wie wär's? Kannst du auch gleich mit ihm dann Hausaufgaben machen. Ja, hast du schon gesehen? Wir haben ein Baby bekommen. Die kleine Tamara, die wohnt jetzt auch hier. Das ist jetzt deine kleine Schwester. Was meinst du dazu, Anton? Gefällt dir das? Da ist ein Kind. Ein Hallo, du. Ja. Zu, ist eh zu spät. Ja, aber so, genau. So läuft das. Genau so und nicht anders. So, wie fit bist du? Okay. Ach, und da draußen fliegen so schön die Schmetterlinge umher. Wer läuft denn da? Veronika Baum, okay. Ah ja. So, du isst jetzt auch gerade so ein Dingensbummens. So, und du könntest mit dem kleinen Anton bei Hausaufgaben helfen. Hup. Was hältst du davon? Anton, gehen wir Hausaufgaben machen? Wie jetzt? Nee. Das glaube ich nicht. Das glaube ich ja jetzt nicht. Okay, pass auf. Ich kenne die Tricks schon. Warte mal. Komm her. Wir können es auch so rumdrehen. Nur mal so, damit du es weißt. Anton, bei Hausaufgaben helfen. So, ich will das jetzt sehen. Hopp, hopp. So, wir haben jetzt gespielt. Wie wäre es, wenn wir jetzt zusammen die Hausaufgaben machen? Ja, das ist eine gute Idee, finde ich auch. Hm? Genau so muss das sein. Und Ulrike futtert sich schnell noch was in die Backen und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Himmel, meine Zeit ist schon wieder rum. Ich fass es nicht. Das geht hier einfach alles viel zu schnell, muss ich sagen. Naja.
Ah, wir haben unser zweites Kind. Wir sind jetzt schon zu viert. Juhu. Ah, ich kann mich ja gar nicht beruhigen. Ey, das gibt jetzt voll das Chaos demnächst hier. Ich sehe das schon kommen. Hat sie noch irgendwas, wo sie wieder weglegen muss? Nee, eigentlich nicht. So wie es aussieht, hat er es genau hingehauen. Okay. Gut, das heißt, sie kann dann noch ein bisschen malen. Er ist ja oben mit Anton. Genau. Und ihr übt da schön. Baby im Auge behalten oder im Ohr, je nachdem. Ach, das ist doch herrlich. Guck, dann hast du auch die Hausaufgaben schon gemacht. Und dann können wir noch was zusammen spielen. Ja, da fällt mir ein, was ich noch unbedingt holen wollte. Ein Spieltisch. Ich finde diese Spieltische so genial. Können wir dann auch mal machen. Ja, guck mal. Und so schnell ist das gegangen. Ist er? Wenn der Erzieher mithilft, dann klappt das ganz wunderbar. Yeah, dann erzähl mal noch ein Witzchen. Und red mal noch übers Hobby. Und spiele mal mit Kitzeln. Baby, alles okay? Schläfst du noch? Ach nö, sie ist auch wach. Ha, cool. Hallo du. Bah, ja. Und jetzt fällt es auf. Es ist wirklich keine Lampe hier im Haus. Ey, das ist ja der Hammer. Ich hab hier gebaut und hab's Licht vergessen. Peinlich. Die stehen alle im Dunkeln. Okay, das heißt, nächste Folge, bevor ich loslege, werde ich hier dann erstmal Lampen anbringen müssen. Genau, du kümmerst dich um die Kleine. Die hat wahrscheinlich jetzt Hunger. Er kann irgendwas machen, wobei er sollte vielleicht auch mal aufs Klo oder sonst wie. Sie ist am Malen. Okay. Und bemerkt, dass es regnet. Alles klar. Gut, dann mache ich jetzt hier aber auch wirklich den Break. Und dann schaffen wir uns fürs nächste Mal erstmal Lampen an. Wie geht's im Garten? Da müssen wir uns natürlich auch noch kümmern, ne? Nehme ich mal an. Oh, einsprühen, ja. Das kann dann Jörg machen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Part. Ist schon wieder länger als geplant, aber egal. Es macht halt auch wirklich viel Vergnügen. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.